bin, glaube ich, als Kind immer schon auf jede Bühne, die sich bot, gesprungen und habe gesagt, darf man hier singen, darf man hier tanzen. Es ist immer spannend, jemand anderes zu sein, weil man somit Grenzen überschreiten kann, die ich persönlich als Jan nie überschreiten würde. Mein Name ist Lisinka Kekoldi, ich bin aus Düsseldorf, Sängerin und Schauspielerin. Ich bin in der Oper und am Theater und als freischaffende Künstlerin mit Zulu-Programm tätig. Ja, also ich bin Jan Schuber, bin Schauspieler und zum ersten Mal an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Ich habe vorher noch nicht mal eins aus der Nähe gesehen. Ich bin Daniela. Als Entertainment Managerin bin ich verantwortlich für den kompletten Entertainment-Bereich an Bord. Also all das zu koordinieren, das ist quasi mein Job hier. Gute Unterhaltung sollte für mich humorvoll sein. Sie sollte spannend sein, sie sollte viele Farben enthalten und trotzdem wiederum ruhig. Das kann man ganz schwer in Worte fassen. Also ich glaube, die Energie, die man immer wieder reingibt, aber auch rausbekommt, wenn man alles reingibt, ist ein Geschenk und eine Aufgabe, eine Bürde irgendwo auch fürs Leben, weil man immer dran bleibt und dranbleiben möchte, immer weiter übt, immer weiter probt. Und ich glaube, das erleben Zuschauer, wenn sie in Produktionen kommen, wenn sie in Theatervorstellungen kommen. Dieses Live-Moment, das hat man nicht bei YouTube, das hat man nicht im Fernsehen so. Natürlich ist es die Unmittelbarkeit, die den Dialog mit dem Publikum ausmacht, weil wir kriegen ja alles mit, was da vorne passiert. Wir sehen es zwar nicht, weil es dunkel ist und wir gucken immer ins grelle Licht, aber sobald wir die Lacher hören, wissen wir, okay, irgendwie ist es eine Verbindung da. Musik ist eine Passion und die möchte ich teilen und zum Publikum bringen. Wirklich das Überwältigtsein von der Ausstattung hier gerade in meinem Bereich, also unsere beiden Theater. Es ist schon großartig, da kann also jedes Stadttheater fast einpacken. Ich habe mittlerweile alle Schiffe gesehen, ich habe auf allen Schiffen gearbeitet und der erste Gedanke, als man hier reinkommt, so, boah, es ist echt richtig toll. Vor allem das Esszimmer bzw. der ganze Diamant. Wir werden nicht mehr nur ein Krimi-Dinner haben im Restaurant, sondern wir werden den kompletten Food and Beverage-Bereich ausweiten mit Entertainment und es ans Entertainment anlegen. Das wird, glaube ich, spannend und das wird schön für die Gäste.